Dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Es war alles vorbereitet für die Titelfeier am Betzenberg. Der FC Bayern München 2 am 38. und letzten Spieltag bei der Mannschaft von Boris Schommers beim FCK mit der Chance, mit einem Sieg die Meisterschaft in der dritten Liga zu holen. Einfacher gesagt als getan. Schon im Hinspiel hatten die Amateure mit dem FCK beim 1:3 so ihre Probleme. Beide Teams mit 4-9 in der Startelf und der erste FC Kaiserslautern zunächst gefährlicher. Hier mit Yannick Bachmann vor Ron Torben Hoffmann. Aber im letzten Moment fehlt ihm der Zug zum Schuss. Aber das war fein rauskombiniert über Pik Morabet. Aber Bachmann eben kein Mittelstürmer und von daher erstmal keine Probleme für den Gästetorhüter. Kurz drauf ein Geschoss von Maximilian Welzmüller. Toller Freistoß des Bayern-Mittelfeldspielers. Auch da hat nicht viel gefehlt, aber Aftus Bahic wäre in der Ecke gewesen. Dann wieder Lautern mit André Hainaut, der die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen durfte. Der fleißige Pick, das ging ruckzuck wieder mit Kühlwetter und Bachmann. Und das war wieder hauchzart am Pfosten vorbei. 36. Minute, feiner Schlenzer von Yannick Bachmann. Ja, Otschi Vritz und Derek Köhn, sie mussten von draußen mitfiebern, weil sie eben von Willem Zwee, ihren neuen Arbeitgebern, keine Spielerlaubnis bekommen hatten. Wir gehen rein in die zweite Halbzeit. Kurz nach Wiederbeginn erst der Blocker und dann geht's schnell über Morabetz. Und dann Nico Feldhahn. Was macht der denn? Kühlwetter dazwischen. Kühlwetter mit dem 1:0 für den ersten FC Kaiserslautern. Schon im Hinspiel Christian Kühlwetter an allen drei Toren beteiligt, mit zwei Treffern selbst geschossen und einem vorgelegt. Aber den hat Nico Feldhahn vorgelegt und ja, hinterlässt einen ratlosen Ron Torben Hoffmann die Führung für die Hausherren. Aber die Bayern erhöhten sukzessive den Druck, versuchten die Schlinge enger zu ziehen mit Timo Kern und dann dieser Heber hinein. Nachschussgelegenheit, Kern abgeblockt und dann Nachschuss von ja, zweiter, dritter Reihe. Aftus Bahic mal mit einer kurzen Schrecksekunde lässt diesen Schuss von Stanišić da durchrutschen, aber Aluminium rettet für die künftige Nummer 1. Des FCK. Die Bayern weiter im Vorwärtsgang, Lautern trotzdem mit dem Versuch der Entlastung und das ging ruckzuck und wieder Kühlwetter beteiligt hier im Zweikampf mit Feldhahn. Kühlwetter drüber. Danach machte der Muskel zu bei Christian Kühlwetter, aber davor lässt diese hundertprozentige liegen. Torben Hoffmann dann aber auch gut rausgekommen und verkürzt den Winkel. Und danach war Bangen angesagt. Das Spiel war aus, Bayern verlor. 1:0 mussten hoffen, dass Braunschweig und Würzburg nicht gewinnen. Und die taten ihnen den Gefallen. Die Bayern, trotz Niederlage, blieben sie auf Platz 1 und kurz drauf gab's auch den Pokal für Kapitän Nico Feldhahn. Das ist er, der Geistermeister 2020. Aber wirklich glauben tue ich es jetzt. Ja, wahrscheinlich jetzt noch nicht mal so richtig. Also ich habe es wirklich vermieden, davor groß drüber zu... So, das war ja... Hey, Malik. Du, okay. Ja, der schüchterne Malik Tillmann. Ja, ja, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Ja, es war auf jeden Fall eine überragende Saison, wenn man sieht, auf welchem Platz wir in der Hinrunde standen und was wir für eine überragende Rückrunde gespielt haben. Ja, ist der Titel am Ende, glaube ich, verdient. Wir haben sehr, sehr guten Fußball gespielt, sehr, sehr viele Spiele gewonnen. Und ja, ich bin natürlich sehr, sehr froh, dass wir am Ende Meister wurden und versucht dann halt die gute Saison dann mit nach Holland zu nehmen. Ja, mit Otschi Vritz als Spieler des Jahres und Sebastian Hoeneß als Trainer des Jahres macht der FC Bayern München 2 das Unmögliche möglich und wird am Ende Erster. Der erste FC Kaiserslautern beendet die Saison auf Platz 10. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.